Hallo und herzlich willkommen zur 337. Folge Let's Play Minecraft Staffel 6 mit dem Zedigalsios. Und wir haben in der letzten Folge das Örtchen Nordquellier gefunden. Und ich schreibe nochmal ein kleines Schild hin. Guten Hunger Reisender. Warte mal, das schreibe ich mal so. Reisender. Zack. Groß. SE. Genau. Super. Tun wir mal weiter reisen. Ich habe hier noch ein Schild, das pflanze ich jetzt einfach irgendwo hier ran. Was könnte da drin sein? Was bist du hier? Haus vom Schäfer. Okay, schreib mal einfach hin. Haus vom Schäfer. Ja. Haus vom Schäfer. Zack. Und weiter geht's. In die Richtung. Habe ich das Bett mitgenommen? Ja. Bett muss ich mitnehmen. Das ist sonst fatal. Guten Tag. In die Richtung muss ich. Gerade so schöne Fahrstuhlmusik hier. Aber dass ich ein Dorf finde, das hätte ich nicht gedacht. So, sind wir natürlich ein bisschen vom Kurs abgekommen. Und auch zeitlich gesehen. Wer ist denn alles auf dem Server? Der Delfino, der Sonnenschein, der Ansgar. Alle sind auf dem Server hier. Fast alle. Ist ja volle Stube heute hier. Ich glaube, die sind auch alle schon in Orientaria angekommen, nur ich als letzter hier bummel noch ein bisschen rum. Zack. Über den Lavasee. Müssen wir mal aufpassen. Ich esse mal was. Wird nämlich mal wieder ein bisschen Zeit. Was zu speisen. Über das Blätterdach geht es doch meistens ein bisschen schneller. Das war ein gewitzter Sprung hier. Hätte auch in die Hosen gehen können. Und hier gehen wir wieder nach unten und hier vorne sehe ich schon wieder eine kleine Ebene. Da geht es schon wieder ein bisschen schneller voran. Aber wir dürfen nicht so weiter nach Norden laufen, sondern eher so ein bisschen nordöstlicher. Kilometer haben wir noch vor uns und das tun wir auch jetzt gleich wieder knacken. Und wir haben es schon geknackt. Ist ein weiter Weg, meine lieben Freunde, und wir tun ihn zusammen bestreiten und gucken, dass wir rechtzeitig da sind. Doch einfach mal. Und hier ist schon wieder Nervenkitzelmusik. So, gehen wir wieder aufs Blätterdach. Oder gehen wir hier hoch. Zack, Sprung. Hat noch meine Adventure Map Skills hier. Geht's immer höher. Zack, und darüber. Zack. Hui. Wenn man nämlich nach oben guckt, kommt man auch ein bisschen weiter. Zum Glück war jetzt Wasser. Mein Boot habe ich mit. Natürlich doch. Tun wir ein bisschen schneller hier. Reisen. Mal wieder ein bisschen was aufdecken. Und hier müssen wir jetzt mal absteigen wieder. Und wenn das Schwert aufgeladen ist, zack, dauert es nur einmal. Genau. Haben wir nämlich wieder was dazugelernt.
Also über diesen Berg. So, da werden die Birken schon etwas welk hier oben. Es ist schon etwas kälter. Ich habe heute schon etwas viel geredet. Ich habe heute eigentlich noch nicht großartig aufgenommen. Aber so viel habe ich eigentlich gar nicht geredet, aber ich bin trotzdem ein wenig heiser. Weiß nicht warum. Bin eigentlich auch nicht erkältet, nix. Aber so ein bisschen kratzt das schon im Hals. Hab ich hier irgendwas trinken stehen? Ja, hier hinten. Zack, jetzt mal kurz was trinken. So. Das Schwein ein bisschen anschubsen hier. Und hier ist ein wunderschönes Tal, muss ich ja ehrlich mal zugeben. Schaut da ehrlich aus. Gleich mal ein bisschen hier fotografiert für die Reisepost. Können wir noch ein bisschen mit dem Boot zurücklegen. Es war ein bisschen schräg hier, aber ist nicht dein Ernst. Hier ist noch ein Dorf. Aber da halten wir jetzt nicht an. Na, mit der Hand dauert es viel länger, wie ihr es gehört habt. Aber guck mal, wie riesig die Dörfer hier sind. Ist doch der Shit. Das ist jetzt ein normales Dorf. Wie riesig diese Dörfer sind, ist doch nicht mehr normal, oder? Ich habe wieder ein Dorf. Das tue ich jetzt aber mal nicht benennen. Weil ich bin nämlich, glaube ich, jetzt schon in Gefilden. Vom Sonnenschein in Orontaria und da möchte ich diese Örtlichkeiten hier noch unberührt lassen. Die Schmiede hatten sie auch nicht. Nur ein paar Häuser, ein paar Felder. Also auch ein sehr armes Dorf. Ein ärmeres. Hier ist ein Hochplateau. Ähnelt ja Nordwegen sowas, ne? Aber Nordwind hatte wenigstens eine Schmiede und eine Kirche. Na, Jakim? Bleiben wir oben? Bisschen da drüber. Naja, ich geh runter. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Und ich muss was essen. Und es wird auch gleich wieder Nacht. Hier ist Zuckerrohr. Ja, sowas mache ich eigentlich nicht gerne. Hier ist wieder eine Ebene. Aber hoffentlich finden wir jetzt nicht noch ein Dorf. Ist wahrscheinlich ein bisschen unbedingt. Aber hier oben sind Lamas. Guck mal, da oben sind Lamas. Wir müssen wieder so schräg hier nach oben. Aber wo es einen Weg nach oben geht, gibt es auch wieder einen Weg nach unten. Ja, ich laufe jetzt mal außen auf den Wegplateau entlang. Das ist für mich, glaube ich, sicherer als außenrum zu laufen, beziehungsweise Tal und Berg und Tal und Berg. Was war denn hier? Also, okay. Hab gedacht, das wäre etwas anderes gewesen. Die Sonne geht schon wieder unter.
euch mal diese Berglandschaft an. Guck mal, hier sind Lamas. Guten Tag. Hier ist Leder. Na? Greift mich nicht an. Hat die gerade gespuckt? Das finden wir jetzt gleich raus in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Macht's gut.